Hi, hi, da bin ich wieder und ich habe mal wieder Ghostbusters dabei. Und zwar dieselben Päckchen, die ich letzte Woche teilweise aufgemacht habe. Nochmal kurzer Rückblick. Es gibt diese Ghostbusters-Figürchen mit Schleim gefüllt. Entweder im Dreierpack, dann wisst ihr aber nicht, also ihr könnt die Figur. Das Monster, was drinnen ist, das könnt ihr dann nicht wählen. Ups. Oder ihr kauft sie einzeln. Also mittlerweile habe ich habe die Box noch für 20 bekommen. Mittlerweile habe ich sie schon so für 22 gesehen. Es sind drei Stück drin. Ab und zu gibt es ein Schnäppchen. Wenn ihr sagt, hey, mir gefallen eh alle Monsterchen, mir ist egal, welches ich bekomme, dann holt euch das Dreier-Set. Das rentiert sich ja, wie es immer ist, meistens besser. Oder ihr wählt eins. Also ich wollte unbedingt Slimer haben, deswegen habe ich eins auch einzeln gekauft. Genau. Könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Ich wollte nur erwähnt haben, dass es diese zwei Varianten gibt. Vielleicht gibt es auch mehrere Varianten, aber das sind die einzigen, die ich bis jetzt gesehen habe. Und jetzt kommt's. Warum ich diese Monsterchen wieder raushole oder nochmal raushole und euch zeige, obwohl ich ja schon ein Video dazu gemacht habe, ist, ich habe herausgefunden, erfahren, wie auch immer, dass in dieser Figur ein kleines Monsterchen noch immer sich befindet. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen durch den Schleim durch und uns die kleinen Monsterchen rausholen. Denn ich will wissen, was für kleine Monsterchen ich da habe. Und das machen wir jetzt. Also es wird matschig und schleimig, aber ich bin darauf eingestellt. Ich hoffe, ihr auch. Das wird jetzt eine Pampe geben. So, hier haben wir Slimer. Sieht schon cool aus, oder? Schaut mal. Ui. Das da hier ist nichts für schwache Nerven. Und ja, wer keinen Schleim mag, der sollte jetzt hier abschalten. Denn ich muss ja da irgendwie durch und irgendwie rein. Und ich weiß, ich hoffe, ich kann es halten. Denn das ist echt. Also guck mal. Das ist so glitschig, das kann man nicht mal anfassen. Aber ja, ich sehe da nämlich schon was. Hier ist nämlich der Mund, da befindet sich normalerweise der ganze Schleim. Oh, jetzt muss ich da einmal durch. Ja, ich fühle es, ein kleines Monsterchen, das wollen wir jetzt sehen. Eieiei. Da müssen wir vorsichtig sein. Ich will den Mund nämlich nicht ganz aufreißen. Ich merke schon, das Gummi ist zwar stabil und dick, aber. Wenn man da zu sehr reißt, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier einreißt, dass der Mund hier einreißt. Aber wie kriegt man das denn raus? So, komm schon. Mal gucken. Ist ja auch alles ein bisschen beklebt. Ich sehe schon, das wird ein bisschen dauern. Aber es will auch nicht raus. Es ist klein. Komm schon. Oh Mann. Ja, jetzt. Es ist lila. Was ist das? Es ist. Was haben wir denn da? Da, wir haben's. So, jetzt packe ich Slimer da wieder rein. Schaut mal. Ich habe ja gesagt, es ist klebrig, matschig, pumpig und schleimig. So, was haben wir hier? Ah, das sieht aus wie eine kleine Mülltonne. Boah, ich hoffe, es rutscht mir nicht gleich weg. Das ist, ja, schleimig. So. Mal gucken, ob ihr das erkennen könnt. Oh, schaut mal. Das ist eine kleine Mülltonne. Und diese, in dieser, also die Mülltonne hier, ich sehe ja schon Augen. Hier oben ist ein kleines Monsterchen. Das ist dran, genau. So ein kleines Mülltonnenmonsterchen. Das war jetzt hier drin. Das packe ich jetzt hier irgendwie oben drauf. Mal gucken. Ja, runter bekomme ich es nicht mehr so leicht. Dann vermische ich vielleicht die Farben. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Das riecht übrigens ein bisschen. Ich glaube, so nach Bier oder so. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Okay, die erste Box haben wir. Und jetzt, ja, mal schauen, ob wir das aufbekommen. Mit meinen matschigen Händen, das war nicht so gut durchdacht. Ich hätte mir hier irgendwo einen Lappen vielleicht hinlegen sollen. Oder vorher erstmal alle Boxen aufmachen. Aber vielleicht kriegen wir das auch so hin. Ja. Den kleinen Marshmallow-Mann ist ja nicht putzig. Ja, also ich finde die kleinen, was die sich da einfallen lassen haben im neuen Film, finde ich echt mega geil.
So, ja, der Kleine hier hat nämlich grünen Schleim. Und ich sehe da schon was, ja. Ich weiß gar nicht, warum mir das am Anfang nicht aufgefallen ist. Ich war so irritiert vom ganzen Schleim. Ja, jetzt muss ich halt mal kurz. Oh, das ist schon richtig schleimig, ey. Das ist so richtig matschig, schleimig. Komm raus. Und auch nicht leicht rauszubekommen, weil es echt glitschig ist. Es ist so mega glitschig. Ah, da haben wir was, da haben wir was. Wir haben es schon. Ah, ja, da haben wir es. Es ist lila und es ist natürlich ja auch ein kleines Monsterchen. Boah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier, soweit man es erkennen kann. Boah, ich hätte mir echt einen Lappen dazu holen sollen, aber noch ein Video mache ich jetzt nicht davon. Ich wollte euch aber unbedingt die kleinen Monsterchen zeigen. Hier. So, ein kleines lilanes Monsterchen mit Händen. Gucken, ob ich es euch zeigen kann. Sieht ein bisschen aus wie, naja, wie Slimer vielleicht. Ja, so vielleicht ein bisschen. Mit so Punkhaaren. Ich weiß, Slimer hat keine Punkhaaren. Aber so von hinten, von der Form her. Offenen Mund, deswegen ist auch der ganze Schleim drinnen. Die Hände so auseinander. Sieht putzig aus, muss ich sagen. Das kleine Monsterchen gefällt mir. Ich sehe noch nicht so viel davon, weil es mit Schleim umhüllt ist. Oh nein, mich juckt. Jetzt habe ich gleich Schleim im Gesicht. So, ihr seht schon, wie gesagt, schleimige Angelegenheit. Eigentlich könnte ich die hier hochpacken. Ich könnte die mal oben aufstellen, dass wir die dann mal insgesamt sehen. Ich meine, schleimig und matschig ist jetzt sowieso alles. Also daher, da kommt es jetzt nicht drauf an. So, jetzt haben wir auch noch grünen Schleim, lila und grün. Dann machen wir uns mal an den blauen Schleim ran. Ja, es wird immer schwieriger. Also es ist schon eine coole Sache, dass die dann nochmal. Oh, jetzt wird's. Schaut mal. Das wird jetzt schwierig, da durchzukommen. Ja, das ist nämlich komplett ausgelaufen. Und da haben wir natürlich noch die Plastikverpackung, die es einem erschwert. Uiuiuiui, das gibt eine Sauerei. So, da haben wir den ganzen Schleim. Den können wir hier rausholen. Hier übertragen. Den werden wir vielleicht nochmal brauchen. Ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier mal noch mit Schleim rumspiele, ehrlich gesagt. Als Kind sehr gerne. Ja, ich meine, es macht jetzt auch Spaß, aber jeden Tag brauche ich das nicht. Okay, wollen wir uns jetzt mal durchkämpfen hier durch den ganzen, die Anleitung. Durch den ganzen Schleim hier. Geht auch viel verloren, gell, wenn man jetzt nochmal Fotos oder so machen will. Okay. Was wir aber ja wollen, ist. Ich zeige euch nochmal das Monsterchen. Ach, da ist ja noch die Plastikverhüllung vor dem Gesicht. Aber ich zeige euch ganz kurz nochmal das Monsterchen hier, das ja auch im Film vorkommt. Ich habe gedacht, das ist ja Slimer. Jetzt mal ehrlich, ist das Slimer? Nur älter und hat die Farbe sich verändert. Ich weiß es nicht, aber nee, der hat ja nicht vier Hände gehabt. Quatsch. Das kann ja nicht sein. So, da hat nämlich so eine Plastikverhüllung, das hat jede Figur, vor dem Mund, wahrscheinlich damit der ganze Schleim nicht ausläuft. Ist aber bei mir leider überall passiert. Oh ja, da sehe ich schon was. Guck mal, vielleicht erkennt ihr das auch schon so ein bisschen. Ich glaube, dafür ist meine Kamera nicht so gut. Diesmal haben wir ein grünes Monster. Oh, das ist sogar ein bisschen größer. Mal gucken, ob wir das überhaupt hier rausbekommen. Komm, spuck's raus. Ja. Nee, es ist sogar gelb. Es ist gar nicht grün. Oh. Eieiei. So, es ist ein gelbes Monsterchen. Und das hat unten so einen Schlitz. Ob man das irgendwo draufsetzen kann? Hier nicht. Hier auch nicht. Okay, dann nicht. Dann ist es vielleicht einfach nur so. Mal gucken, ob ich es euch zeigen kann. Es ist alles so glitschig, dass ich Angst habe, dass mir das gleich aus der Hand rutscht. So sieht es aus. So, wir sind aber noch nicht fertig, denn eins haben wir noch. Das letzte und das ist auch blau. Also wir haben jetzt rot, grünen und blauen Schleim und ich muss euch mal sagen.
Also ich würde sagen, der grüne Schleim sieht am besten aus, aber es ist Geschmackssache. Jeder mag eine andere Farbe. Ich mag den grünen Schleim farblich gesehen. Anfühlen tun sie sich alle gleich. Eklig, schleimig, glitschig. So, mir ist aber noch nichts aus der Hand gerutscht. Ich habe schon gedacht, mir werden die ganzen Sachen hier links und rechts alle wegflutschen, aber ist nicht so. So, jetzt zeige ich euch den mal. Kommt natürlich auch vor. Vielleicht sollte ich nicht so viel spoilern, gell? So, der sieht schon mal gut aus, oder? Sieht richtig gut aus. Und auch er hat hier diese diesen Plastikschutz. Oha. Oh je, oh je. Mit einem Gummi noch drüber. So, den entfernen wir jetzt mal. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was da sich für ein Monsterchen verbirgt. Oh ja, ich sehe schon was. Was Rosanes. Ah, ich hab's auch gleich schon. Guck mal. Das war nicht so schwer. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Toaster. Ich würde sogar behaupten, es ist ein Toaster. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Guck mal, es läuft schon alles. Das ist ein Toaster, so ein Monsterchen-Toaster oder so. Oder einfach nur ein Toaster. Also ich sehe keine Augen oder ein Gesicht. Das ist einfach ein Toaster beschleimt. Ja, warum nicht? Hat er wohl aufgegessen. So. Ja, das war's. Ich muss aufpassen, wo ich mir hingreife. Das war's. Das waren meine vier Ghostbusters-Päckchen mit vier Monsterchen. Geister, Monster. Eigentlich eher Geister, gell? Es sind, ich würde sagen, dieses Geisterjäger Ghostbusters. Meine Geister und meine kleinen Mini-Geisterchen hier. Nochmal. Finde ich cool. Habe ich gar nicht am Anfang gewusst, dass in den großen Gespenstern, Geistern noch kleine Sachen sich befinden. Also mit dem Schleim, das wusste ich, das sieht man ja. Aber dass da noch kleine Geister drinnen sind und Gegenstände, Geister drin sind. Finde ich richtig cool. Ist auch an sich lustig, oder? Das macht den Kindern bestimmt mega viel Spaß, da rumzumachen und so. Ich muss mir hier erstmal die Hände waschen. Es trocknet auch so langsam ein. Guck mal. Gespensterlich, gespensterlich. Finde ich mega cool, muss ich sagen. Finde ich mega cool, dass das noch dabei ist. Und ich freue mich auch, dass ich das noch herausgefunden habe. Somit habe ich jetzt alle Gespenster, alle Geister nochmal aufgemacht und hat auch viel, ja, hat Spaß gemacht, sage ich mal. Hat Spaß gemacht, die kleinen Geister hier rauszuholen. Ich finde, die sehen richtig cool aus. Also der hier gefällt mir am allermeisten. Und die Mülltonne finde ich auch cool. Und ja, der Toaster ist auch eine nette Sache. Aber ich muss sagen, der kleine Lina hier, der gefällt mir am besten. Den werde ich jetzt gleich auswaschen und mir mal genauer angucken, weil man sieht ihn ja kaum. Ist ja alles vollgeschleimt hier. Alles vollgeschleimt. Auch cool, dass es unterschiedliche Farben gibt. Finde ich richtig gut. Da haben die sich echt was Tolles einfallen lassen. Gerade so Geister, Gespenster, Schleim und alles so. Finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Würde mich über ein Feedback freuen. Wenn ihr euch noch das Video vom letzten Mal angucken wollt, irgendwo hier oder hier ist es mit verlinkt. Könnt ihr euch gerne noch anschauen. Ich habe das jetzt einfach noch mal rausgeholt, wegen den kleinen Geistern hier, wegen den kleinen Gespenstern. Musste ich einfach mal sehen und euch mal zeigen. Lustig, oder? Kleine Gespenster noch hier drin, finde ich echt cool. Also ich glaube nicht, dass ich sie jetzt noch mal reinpacke. Ich denke, ich lasse sie jetzt mal draußen und aber pack die Geister, die Gespenster, die packe ich ein, weil sonst das Schleim austrocknet. Ich merke es schon an der Hand. Das trocknet langsam aus. Das wäre schade drum. Die packe ich jetzt ein und dann mal gucken, wie man sich die ins Regal stellt. Gell? Solange das Schleim da noch bestehen bleibt, lasse ich sie in den Verpackungen. Und wenn das Schleim irgendwann alle ist, kann man die herausholen. Ist halt so aus Gummi, wie so Quietscheentchen. Aber Schleim kann man ja immer wieder nachkaufen. So, cool. Ich würde sagen, das war's erstmal von den Gespenstern, von den Geistern, von Ghostbusters. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.